Okay, ich weiß nur nicht, für was ich die brauche. Scheiler, sag meinem 16 Uhr Termin ab. Ich muss den nächsten Bosskampf sponsern. Was? Was? Die explodieren. Was soll denn der Blödsinn wieder? Guck mal, hier können wir wieder. Das Feld 3. Okay. Ah, da muss ich mit dem Eisteil drauf schießen. Okay. So, wo ist denn jetzt? Da geht's zu einem Rex. Oh. In Welt 2. Welt 2 da lang. Und erstmal ist das Welt 2 kostet. Oh, hallo. Ja. Achso. Ja. Ah, meine guten Kumpels. Ihr könnt von meinem fantastischen Angebot nicht lassen, was? Nein, du blockierst den Weg zur nächsten Welt. Naja, ihr braucht sicher einer meiner erstklassigen Tricks, um diese Kluft zu überwinden. Und weil ihr mir helft, meinen Umsatz in den Stammblock droben zu steigern, ist das für euch kostenfrei. Nur, wenn es umsonst ist. Dieser nächste Trick wird uns, was unserer lila Freundin ermöglichen, durch den Himmel zu gleiten, wenn A gehalten wird. Springe einfach mit A in die Luft, drücke und halte dann A ein zweites Mal, um zu gleiten. Das klingt nützlich. Ich hoffe, du bist der Aufgabe gewachsen, Leila. Ich habe ausgiebig gefrühstückt. Kein Problem. Diese Flügel sind stärker, als sie aussehen. Super. Sucht mich später in der Bücherei auf. Ich habe noch ein inoffizielles Angebot für euch. Ah, cool. Verbraucht doch scheinbar keine Energie. Hui. Wir kommen ziemlich weit, würde ich behaupten. Weiß nicht, ob wir ewig fliegen können. Ah, kommt ihn weg. Was? So. Okay. Wo ist denn Welt 2? Was ist das? Das ist wieder Welt 1? Ich glaube nicht, dass wir hier runtergehen oder hier drüber gehen können. Wie weit ist es denn bis Welt 2 wieder? Ach, guck mal, da kommt Schnee. Kann es ja jetzt nicht mehr so weit sein. Hier geht es auch runter. Meine Güte. Boah, wie viel gibt es denn? Oh nein. Was? Eure Tricks sind nicht alles Schrott. Darum reimt sich dieser Spot. Achso, der hat ja wieder selber. Ich frage mich, ob der. Wow. Ich frage mich, ob der irgendwas bewacht hier. Okay, damit können wir scheinbar einfach nur nichts anfangen. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Du geh weg. Das wird 2. Sehr schön. Oh mein Gott, alleine. Alleine die Welt hier ist ja schon gigantisch. Weiß zwar nicht, wie viele Level es gibt, da lassen wir uns mal überraschen, aber wir sind jetzt bei Minimum 3. So. Ich wollte einfach nur schnell hinlaufen. Das sollte 2 Minuten dauern und dann wollte ich entweder in Welt 1 oder in Welt 2 gehen. Ihr braucht 3 von uns, Pages, um diese Welt freizuschalten. Möchtet ihr den Glitzerfrost-Gletscher freischalten? Ja, wir schalten den mal frei. Aber wir gehen erstmal in die 1. Ich muss unbedingt erstmal in die 1. Ja, nee, doch, wir gehen einfach die 1. Nicht vergessen, ihr könnt diese Welt erweitern. Sobald ihr 5 Pages gefunden habt, stellt euch einfach auf den Großwälzer Schalter. Wenn ihr bereit seid. Wie ich höre, verhilft die erweiterte Version des Glitzerfrost-Gletschers zu einer anderen Perspektive.
Okay. Klingt ja interessant. Mal kurz hier unten gucken. Nee, nicht wegrennen. So, ich würde nämlich auch ganz gern wissen. Beziehungsweise, ich würde nicht gern wissen, ich würde gern die Gebiete hier erforschen. Da ist nämlich auch was. Okay. Wir haben hier unten Eis. Nee, ist kein Eis, oder? Normal schießen. Da sollen wir da reinschießen. Egal. Gehen erstmal wieder zurück. Ja, oder wir rutschen einfach wieder runter. Das ist Geschmackssache. Ich will mal gucken, was Welt 3 kostet. Überhaupt nicht. Achso, ich bin überlegt, was war das denn jetzt? Wir gucken mal, was hier mit Rex voll ist. Was? Die Böse? Ich glaube ja. BNN? Was ist hier noch? Hallo? Aua! Ja, du spinnst nur! So was. Hey Rexo, hallo! Na komm! Ne Kleiner! Ja, komm! Hey, kommt rein! Erfreut euch an Rexo Neuerscheinungen! Aber nicht Münzeinwurf! Was? Was hat er gesagt? Entschuldigt! Gestank und klebrigen Boden. Schlange versucht, Rexo etwas anzudrehen. Was hat er gerade? Kommt rein, erfreut euch an Rexos Neuerscheinungen, aber nicht Münzeinwurf treten. Achso, man soll gegen Münzeinwurf treten. Was? Wollen ein freundlich spaßiges Automatenspiel spielen? Nein, ich wollte eigentlich springen. Was für ein Spiel? Das ist das, was wir schon gespielt haben. Das aus? Also ein paar von die Automaten sind scheinbar aus. Ein paar sind an. Und in der Mitte gibt es was zum Schießen. Okay. Da oben ein PG. Wie komme ich daran? Jawohl. Dann. Okay, da fehlt uns wohl noch eine Fähigkeit. Screenshot machen. Na gut. Wollen wir uns mal ein klein wenig beeilen? Hatte ich schon ewig ja das rumgerannt. Hier gibt es definitiv noch mehrere Geheimnisse.
Ich habe jetzt schon ein paar Sachen gesehen, jetzt beim Laufen, wo ich mir denke, da muss doch was sein. Oh gut, mal warten. Worry Towers. Das war ein Knopf, ne? Oder? Ja. Was mit dem Fahrstuhl? Er fährt nach unten. Ist da was? Nein. Wieder auf dem Fahrstuhl? Ja. So, wir können jetzt lange fliegen. Da kommen wir ja an ein paar Stellen ran, die wir so nicht konnten. Ah, definitiv. Genau, die Taste war's. Verschlossen. Jetzt 100 Pro in eine andere Welt. Vice President Dr. Quack. Ja, ich glaube nicht. So. Ja, weiter mal die Welt. Zack, geh weg. So, hallo. Ihr braucht drei von den Species, um diese Welt zu erweitern. Möchtet ihr die Stammblock drum erweitern? Jawohl. Und dann können wir jetzt sehen, was passiert. Na, schade. Ich dachte, wir sehen jetzt vielleicht, was so in der Welt dazu kommt. Kurz Schluck trinken. Errungenschaft. Größe zählt. So, jetzt kurz Schluck trinken. So, weiter geht's. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier alles extra haben. Ladebildschirm. Okay, wir müssen auf jeden Fall zu Clara. Sie hatte gesagt, wir sollen zu ihr, wenn wir die Welt erweitert haben. Aber was ist denn jetzt hier alles neu? Du hast die Welt erweitert. Komm mich und meine Freunde suchen. Okay, auf jeden Fall gucken wir jetzt hier noch mehr. Ja, da hinten geht's jetzt weiter. Das sind auch. Was ist das denn? Da ist ein neuer Turm dazu gekommen. Okay. Oh. Ist ja ganz schön, was dazu. What? Oh, Alter. Ah, jetzt? Jetzt sind wir da hoch. Wie sinnlos war das denn? Verdammt. Okay. Alter, jetzt echt was dazu kommt noch. Meine Güte. Uns fehlt aber immer noch nur ein Geist. Okay. Ja, geh weg. Keine Zeit für dich. Muss hier hoch. Hui, hallo. Wieso bin ich eigentlich immer noch im Topf? Wir haben dich doch gerettet. Oh, diese Tropen wurden erweitert. Das bedeutet, dass auch neue Schätze zu holen sind. Ja, das war jetzt dein Hinweis. Oh, okay. Passiert jetzt eigentlich was, wenn wir hier reingehen? Weil das letzte Mal sind wir einfach immer nur wieder. Also aus einem der anderen zwei rausgekommen. Okay. Okay, daran hat sich nichts verändert. Aber wir können jetzt hier lang. Hallo? Mit dir können wir reden. Ah, okay, danke. Oh, du, meine Güte, schau dir den Typen an, Yoka. Seid gegrüßt, Abenteurer. Ich bin der, den sie Shovel Knight nennen. Und ich habe einen ereignisreichen Tag. Ich scheine mich auf ein derart großes Abenteuer gewagt zu haben, dass ich im falschen Spiel gelandet bin. Was? Ich hasse es, wenn das passiert. Wie? Hä? Wie? Ja, oben in diesem Tempel scheint irgendein verlockender Schatz verborgen zu sein. Ich habe leider Schwierigkeiten, ihn zu erreichen.
Ich habe mich noch nicht an diese bizarre dritte Dimension gewöhnt. Wenn ihr mir das Riesenjuwel beschafft, werde ich euch das Geheimnis verraten, wie man jedes Abenteuer bestehen kann. Gut, eure Ritterlichkeit, wir werden den Juwel finden. Aber vergiss nicht, dass wir peachyweise bezahlt werden. Exzellent. Stehlt eure Schaufeln. Freunde, ich werde hier auf euch sichere, auf eure sichere Rückkehr warten. Okay. Also, wir holen oben den Schatz und dafür kriegen wir von ihm die einen Pagey. Das klingt doch vernünftig, oder? Hier unten was? Wenn wir da schon natürlich mit voller Absicht durch die Lücke gesprungen sind. Hier hinten, ne, da gibt's nichts. Huch! So. Hier war. Oh, Feder! Hallo! So. Wippe. So. Oh, das sieht doch gut aus. Danke, danke. Können wir die bewegen? Nee. Aber wir können sie stoppen. Ah, dreht sich relativ langsam. Okay. Also, relativ, ne? Ist nicht das Schaffen. Ach komm, lass mich doch hier hoch. Also manchmal ist die Kamera ein bisschen strange hier. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Mann. Hä, wann sind wir denn da rüber? Das ist wirklich sehr Zeit. Nein! Nein, nein, wir hatten es doch fast! Ja, das bringt gar nichts. So, wir bleiben in der Luft, bis sich das auch wieder gedreht hat. Ja, war nicht ganz so. Ach komm schon. Nervt! So, oh nein. Wir sollen doch nicht einfach hier hochkommen, noch während wir. Ah ne, hier gibt's welche. Ach schon. Ja, was? Warum ist hier noch so eine Plattform? Ah, deswegen. Sowas. Bleibt der stehen. Der stehen, sieht gut aus. Okay. Okay, das sieht nicht so gut aus. Das sieht aber sehr gut aus. So, da hätten wir das auch schon. Augen. What? Nein, 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 nein. Aber danke. Blöde Vieh. Komm, weg hier, Mensch. Meins. Können wir das Feuer ausmachen? Er fliegt einfach durch, okay. Können wir vielleicht einfach den Diamanten da runterholen? Jawohl. Und den nehmen wir jetzt mit, oder? Großartige Arbeit, Freunde. Ihr habt mein Juwel geborgen. Jetzt bringt ihr es hierher zurück. Ja, mach mal.
Vielleicht. Falsch schaffe. Wenn wir das sehen, das wird es haben. Nee. Aber uns fehlt immer noch. Leute, uns fehlt im Alter. Wie viel sind da dazugekommen? Oh, krass. Mindestens 4 Türme, also mindestens 4 Aufgaben. Kann man hier nicht irgendwo. Okay, also wir können also nicht unendlich fliegen. Schade. Halt, da gerade was gesehen. Und wir sind übrigens schon an ihm vorbei. Aber ich habe trotzdem was gesehen. Nein! Verdammt! Aber vielleicht doch von dem aus. Ah, ich bin zu früh gesprungen. So, Kamera drin. Das kann nicht wahr sein. Wo ist denn eine blöde Feder? Das ist nicht wahr. Okay, vielleicht können wir einfach. Jawohl, danke schön. So, ja, wir haben einen Diamanten für dich, Kollege. Wir haben das Juwel geborgen. Ach, Juwel. Shovel, nein. Ja, ich bin beeindruckt und ich kann kaum erwarten, es gegen haufenweise Gold einzutauschen. Und nun, wie versprochen, folgt das Geheimnis für eure erfolgreiche Abenteuer. Was? Am Peachy? Alles, was ihr braucht, ist eine Karte und eine gehörige Portion Abenteuerlust. Ich glaube, gibt es keine Karten. Der Humor dieses Typen ist so flach wie seine pixeliger Schatz. Was? Aber gib mir das her. So, jetzt haben wir wieder 7 Stück. Das heißt, wir können sogar schon die zweite Welt erweitern. Ja, wir noch nie mal drin waren. Das ist doch spitze, oder? So. Für was gibt es denn eigentlich die hier? Können wir damit vielleicht die ausmachen? Nein. Können wir ihr beim Kochen helfen? Nein. Die sind doch nicht aus Spaß hier. Hui! Erinnert mich ein bisschen an Spyro gerade. Aber welchen Zweck haben die Dinge? Ist noch nicht aus Spaß. Oder waren die einfach nur, um die Gegner zu besiegen? Das kann natürlich auch sein. So, ich würde sagen, wir nehmen als nächstes gleich den hier. Liegt ja auf dem Weg, nicht? Der dann wird das normal hoch, ey. Ist das blöd. Das nur, weil wieder jemand nicht abwarten konnte, irgendwo hinzukommen. Was? Ah, okay, jetzt gibt es auch eine kleine Übersicht. Achso, nee. Halt! Winzexe, der große Rambo hat kein Interesse an deinen Haustürgeschäften. Kehre um, sonst bist du dem Untergang geweiht. Nein. Ich würde sagen, warten kurz. So, frage mich, ob das eine jetzt offen ist oder wir wieder einfach durchrennen müssen. Nein, es geht diesmal auch aus.
Das ist ja doof, ne? Eigentlich ziemlich überflüssig gewesen, diese Levelgrenze einzubauen. Man hätte uns doch einfach so hochlaufen lassen können. Oder war es erst hier? Okay, es ist erst hier. Das ist neu. Das ist definitiv neu. Warum kommt das erst jetzt? Na gut. Ah, komm, ich doch. Ja. Ach, komm schon. Gib mir wenigstens Schmetterling. Nimm Schmetterling. Komm jetzt von hier aus da hoch. Jawohl. Geht doch. Das sind drei Schmetterlinge. Das sind zwei Schmetterlinge. Irgendwie gibt es ja keine Schmetterlinge mehr. Ich hatte noch was gesehen. Das wollte ich mir noch mal angucken. Und zwar sieht es aus, ob man hier irgendwo rein... Da. Hallo? Nein, es ist nur Deko. Schade. Es ist sehr laut hier. Ich hatte gehofft, so, macht ja keinen Unterschied. Ich hatte gehofft, dass wir dort was finden. Ja, wir hätten es so nah benutzen sollen. Ich muss leider noch mal reinspringen. Obwohl, nein, ich glaube nicht, weil den letzten Geist, den hätten wir ja gehört. Also glaube ich zumindest, dass ich immer bemerkbar mache. So, ich glaube nicht, dass er uns einfach hochlässt. Der große Rampo. Ach, der große Rampo braucht keine doppelverglasten Fenster, ihr sterblichen Verkäufer. Was? Wir verkaufen keine Fenster, sondern jagen Peaches. Ich bin Yoka und das hier ist Lail. Ruhe, der große Rampo erkennt Klinkenputzer auf den ersten Blick. Ihr beide geht alle Charakteren dieser Insel mit euren Angeboten auf die Nerven. Macht euch bereit, von meinen althergebrachten Neigungskräften bestraft zu werden, ihr lästigen Glashausierer. Was? Das heißt, der will Zeug nach uns werfen, oder? Baumstämme, um genau zu sein. Hier unten gibt es einen Haufen Schmetterlinge. Hey, wollen doch nichts verkaufen, Rampo. Hallo. Aua, verdammt, aua. Nein, aua. Nein. Verdammt. So, erstmal wieder Leben auffüllen. Vor allem mal Leben und ein Schmetterling einsammeln. Komm her. So, und hab und hab und. Aua, nein! Verdammt. Okay, Rampo. Aber jetzt. Ah, verdammt! Ach, beim Runtersurfen kann man es also kaputt machen. Das könnte uns ja den nächsten Versuch vereinfachen. Komm, den auch kaputt. Aua! Und jetzt nämlich hier. Verdammt! Okay, wir haben mal Leben einsammeln. Zack, den kaputt machen. Meins? Haben wir noch ein paar. Nein. Energie ist wieder voll. Beim ersten Mal sind wir doch bis hoch gekommen, Mensch. Warum macht eigentlich so einen Stress? Es wird auf einmal so schnell. Ich mache immer so einen Stress. Ich denke immer, ich kann bloß schnell hoch, aber wir können auch langsam.
Wir können ja sogar stehen bleiben. Ah nein! Ich wollte an der Seite hoch. Oha! Okay, jetzt brauchen wir erstmal einen Schmetterling. Guck mal, ob es hier hinten gerade wieder welche gibt.